Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Albtraum in der Höhe erhaltet. Ist gar nicht mal so schwer, würde ich sagen, geht's auch gleich los. Als erstes starten wir natürlich ganz normal. Ich habe es jetzt im Einzelspieler gemacht, da ging es eigentlich recht flott. Und natürlich ist das Wichtigste jetzt erstmal, dass wir Punkte zusammenfarmen, um die Türen aufzukaufen. Wir müssen natürlich aus dem Startgebiet raus. Im Übrigen gibt es auch noch eine Trophäe, welche ihr im Startgebiet euch freispielen könnt. Und zwar 15 Runden im Hof zu überleben. Das müssen wir auch noch machen. Da wird auch noch ein Video dazu kommen, wie das am einfachsten geht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich mal viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal so gemacht, dass ich den Anfang erstmal normal habe laufen lassen, damit ihr einfach auch seht, wie der Weg genau hin ist zum Flugzeugwrack. Ihr müsst ja mehr oder minder zum Flugzeug und deswegen habe ich das mal so normal gelassen. Natürlich erstmal so ein bisschen Punkte hier zusammengefarmt, weil wir müssen insgesamt, ich glaube zwei Türen sind es, was wir aufkaufen müssen, wenn ich es jetzt richtig gerade weiß. Müssten zwei gewesen sein, aber das seht ihr gleich. Also für die erste braucht ihr 750, für die zweite braucht ihr dann knapp 1000 und das dauert natürlich ein bisschen. Okay, an der Stelle habe ich mich dann vertan. Es sind sogar tatsächlich dann drei Türen. Oder waren es drei? Nee, es waren glaube ich echt nur zwei. Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe halt alle Punkte mal so weit mitgenommen, welche man mitnehmen kann. Nein, es waren es drei? Ja. Müssen drei gewesen sein. Genau, es sind drei Türen, also zweimal 1000 und einmal 750. Das heißt, ihr braucht halt insgesamt 2750 Punkte, damit ihr wirklich alle drei Türen aufkaufen könnt. Und auch hier seht ihr zum Beispiel, wie in den vorherigen Teilen, ist es hier genauso, wenn ihr euch als erster vor die Automaten werft, bekommt ihr nochmal ein bisschen was an Geld, beziehungsweise an, ja, Währung. Das ist dann schon ganz sinnvoll. So, und jetzt sind wir da im Prinzip am Hinlaufen. Und auch schon dort. Also ihr seht, wir sind im Prinzip nur davor gelaufen. Da ist auch schon rechts der Part, wo man eben wieder reinkommt. Und ich habe es jetzt an der Stelle auch tatsächlich sehr schnell gemacht, damit man einfach nicht hier Ewigkeiten zuschauen muss, wie ich da rumballer. Was auch sehr wichtig ist anzumerken, ihr müsst nicht auf dem Flugzeug bleiben. Also sprich, nicht drauf bleiben in dem Sinne, dass ihr nicht permanent drauf sein müsst. Also wenn jetzt zum Beispiel sehr viel los ist und ihr müsst gerade runter, das ist egal, also es ist nicht so, dass es dann unterbrochen wird, die Kette, weil ihr runtergesprungen seid, sondern es zählen einfach nur generell die Kills, welche ihr eben auf diesem Wrack gemacht habt. Und davon müssen es halt insgesamt 100 Stück sein, damit ihr die Trophäe erhaltet. Ich muss auch dazu sagen, gerade jetzt beim neuen Call of Duty ist es auch ein bisschen buggy noch, also die Trophäen kommen teilweise sehr spät an, also man hat sie meistens schon etwas früher freigeschaltet, aber die kommen dann immer erstmal so ein bisschen später an und klingen dann erst auf. Das ist mir dann schon aufgefallen. Und es zieht sich auch ein bisschen natürlich, klar, die paar Runden. Wäre wahrscheinlich auch schneller gegangen, zwischendurch habe ich ein paar Bomben aufgenommen. Da sind wir auch schon am Schluss, da kommt die Trophäe und so haben wir es auch schon geschafft. Dann hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte und dann sehen wir uns im nächsten Video zu Call of Duty.
Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.